Moin und herzlich willkommen zu Watch & Work. Watch & Work sind die Service-Videos von ContiTech für Kfz-Monteure. Mein Name ist Stefan Meyer und ich zeige euch in jeder Folge einen anderen Fahrzeugmotor. Und um welchen es heute geht, das zeige ich euch jetzt. Die Videos sind für Profis, nicht für Hobbyschrauber. Alles klar? Dann los! Moin! Heute habe ich euch einen VW Jetta von 2015 mitgebracht mit dem Motorkennbuchstaben CUUB. Das ist der 110 kW 2 Liter Cammin-Rail-Motor. Diesen Motor, den kennt ihr schon. Den habe ich euch schon in einer anderen Folge gezeigt. Da ging es um den Zahnriemenwechsel vom Nockenwellentrieb. Heute wollen wir uns aber nicht um den Nockenwellenzahnriemen kümmern, sondern um den Ölpumpenriemen. Für den Wechsel benötigt ihr den Zahnriemen CT1218, unsere Toolbox V08 und einen großen Gegenhalter. Zum Arbeitsaufwand. Ihr müsst als erstes den Keilrippenriementrieb dort ausbauen und als zweites dann komplett den Zahnriemen. Sprich, man sollte hier vielleicht überlegen, ob man den Zahnriemenwechsel gleich im Verbund mitmacht, ne, weil es die gleiche Arbeit ist, plus nachher noch die Ölwanne und Ölpumpe ausbauen. Ja. Daher starten wir jetzt erstmal mit den Riemen, die rauskommen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich euch ja schon in einem anderen Video gezeigt. Ne, da könnt ihr dann gegebenenfalls nochmal nachschauen, wenn ihr dort jetzt unsicher seid. Die Riemen habe ich jetzt ausgebaut. Jetzt müsst ihr den Flansch und die Ölpumpe ausbauen. Bitte denkt dran, vorher das Öl abzulassen. Und wir müssen dann hier unser Zahnriemenantriebsrad lösen. Dafür brauchen wir diesen Gegenhalter. Den Ölpumpenriemen haben wir jetzt freigelegt. Wie ihr seht, haben wir hier keinen Spanner dran. Das heißt, zum Ausbauen des Riemens muss die Ölpumpe raus. Dazu haben wir drei Befestigungsschrauben. Das heißt, die Schrauben müssen ausgebaut werden. Und ganz wichtig, diese Schrauben müssen dann auch im Anschluss ersetzt werden. Also nicht die alten dort verwenden. Ja. Und das würde ich jetzt einfach mal ausbauen. Bei der Ölpumpe, da müsst ihr jetzt auf zwei Sachen achten. Zum einen haben wir hier oben eine kleine Dichtung, die muss unbedingt ersetzt werden. Und wir haben hier zwei Passhülsen, das heißt, ihr solltet prüfen, ob diese Passhülsen vorhanden sind. Wenn nicht, müssen auch diese ersetzt werden. Alte Riemen, Ölpumpe ist raus. Jetzt geht es ans Ersetzen. Ihr nehmt den neuen Riemen und setzt ihn zusammen mit der Ölpumpe dort an. Das heißt, wir haben hier keine Spannvorrichtung. Das Ganze wird rein über die Pumpe dort dann gespannt. Bei der Befestigung der Ölpumpenschrauben müsst ihr jetzt auf die Schraubenköpfe achten. Es gibt zwei unterschiedliche Varianten. Zum einen haben wir Torx-Schrauben oder Sechskantschrauben. Die Torx-Schrauben werden mit einem Drehmoment von 12 Newtonmeter plus 180 Grad angezogen und die Sechskantschrauben mit 10 Newtonmeter plus 180 Grad. Dann wird als nächstes der Dichtflansch wieder eingebaut. Da gibt es auch unterschiedliche Varianten, entweder mit so einer Passhülse oder ohne Passhülse. Bei meinem Motor hier brauche ich diese Passhülse nicht. Bei einer anderen Variante im ER288 ist hier die Passhülse für erforderlich. Da bitte auch wieder darauf achten, ne, die Dichtflächen hier reinigen und das dementsprechende Dichtmittel dann auftragen. Wir haben hier zum Festziehen eine bestimmte Reihenfolge. Wir starten hier außen mit der Position 1 bis 6 und die Schrauben werden über Kreuz festgezogen. Erst handfestgezogen und dann im letzten Schritt dann mit 13 Newtonmeter über Kreuz festgezogen. Die unteren Schrauben, ne, die kommen dann, wenn wir die Ölwanne wieder befestigen. Bevor ihr die Ölwanne wieder einbauen könnt, müsst ihr sie einmal vernünftig reinigen, alle Klebereste dort entfernen. Zum Wiedereinsetzen bitte nur freigegebene Dichtmittel und Kleber dort verwenden. Und zum Einbau, wir haben dort für die Schrauben eine bestimmte Reihenfolge, wie sie festgezogen werden. Das heißt, wir haben hier oben den Punkt 1, Schraube 1 und gehen dann einmal so hier ringsrum, bis wir wieder hier ankommen. Das ist dann Schraube 20. Die Schrauben werden in drei Stufen über Kreuz festgezogen. Wir starten in der ersten Stufe mit 5 Newtonmeter.
haben dann die zweite Stufe, das ist dann getriebeseitig die drei größeren Schrauben, die werden mit 40 Newtonmeter festgezogen. Und die dritte Stufe, letzte Stufe, ist dann nochmal alle Schrauben wieder ringsrum über Kreuz mit 13 Newtonmeter festzuziehen. Ölwanne und Dichtflansch sind korrekt verbaut. Jetzt geht es wieder Zahnrad und Schraube einsetzen, damit wir den Zahnriemen wieder auflegen können. Hierbei bitte darauf achten, die Schraube muss ersetzt werden und wir haben dort zum Festziehen ein Drehmoment von 180 Newtonmeter plus 135 Grad. Die 135 Grad könnt ihr in zwei Stufen mit 90 Grad und 45 Grad festziehen. So, den Ölpumpenriemen habt ihr jetzt eingebaut. Jetzt geht es wieder an den Zahnriemen. Den bitte wieder nach Herstellervorgaben einbauen und dann kann das Schätzelein wieder auf die Straße. So, jetzt habt ihr es fast geschafft. Jetzt müsst ihr den Motor nur noch komplettieren. Achtet dabei bitte auf die Herstellervorgaben, speziell auf die Drehmomente. Denkt dran, nach fest kommt ab. Bevor ihr das Schätzchen jetzt wieder auf die Straße lasst, denkt bitte an unser Qualitätssiegel. Verklebt unseren Wechselaufkleber gut sichtbar im Motorraum, damit der Kunde auch sieht, dass ihr Qualität verbaut habt.